on again, it's on again. If we lose, we die, cause we born to win. Wouldn't say I've always felt this good, but I can't remember how long it's been since I haven't. Servus Leute und willkommen zu einem neuen Challenge-Video, heute aus COD4 mit dem Nachtsichtgerät, das Ganze mal wieder live kommentiert. Und ich mach kurz ein Statement vorab, aber nicht zu dem Gameplay, sondern ich wollte die Woche eigentlich zwei Videos hochladen. Einmal MW2, ne? Team Deathmatch Verwähler, und dann noch ein Team Deathmatch aus Black Ops. Ist leider nichts draus geworden, weil ich bin so müde gewesen die ganze Woche über, ich weiß nicht warum. Und ich habe mich heute mal richtig ausgeschlafen. Jetzt ist Samstagmorgen, ne? 1 Uhr. Gerade aufgestanden und habe mir gedacht, jetzt machst du endlich mal wieder hier was für YouTube, für deine Abonnenten. Und ja, ich war gestern dann noch in den Riemerkaden nach der Berufsschule, wir hatten um 12:30 aus, und dann bin ich mit meinem Kumpel um, ja, kurz nach 4 sind wir dann dorthin gefahren, richtig chillig, richtig geiles Wetter, Fenster runter, Mucke an, so in der Art. Und dann waren wir dort, wir wollten eigentlich da während der Fahrt schon drehen, ja, aber ich habe meine Mama musste mitfahren, weil ich habe begleitetes Fahren, also BF17. Und dann ist sie halt mitgefahren, ich habe halt gesagt, ja, wenn sie nicht stört, wir drehen mal so ein bisschen was für YouTube. Dann sie so, nein, nicht in meinem Auto, wenn ich dabei bin, ne? Und ich war gestern voll fertig beim Fahren, ey. Also ich war richtig müde, ich hätte fast einen Unfall gebaut. Also mir ist auch fast einer vorne reingefahren. Ich war so auf der Vorfahrtstraße, er will einfach reinfahren. Ich hub so, bäm, dann, also fast Unfall. Da fahren ja schon so viele Deppen rum, das ist echt wahnsinnig. Na gut, dann waren wir gestern in Riemerkaden, dann hatten wir 2 Stunden geshoppt, aber dann hatten wir keine Zeit mehr, um was aufzunehmen. Wir wollten es dann, dann danach aufnehmen. Aber da hatten wir dann keine Zeit mehr, weil wir fahren mussten. Und ja, dann wird halt nächsten Samstag das Real-Life-Video kommen. Wir zeigen uns beide, also das ist der Kumpel, der auch dann bei mir demnächst Mass Effect 3 und Battlefield 3 Clan-Taktiken hochladen wird auf meinem Kanal. Und ich hoffe, ihr... Wow, jetzt ist fast mein Controller runtergefallen. Freut euch da schon drauf. Jetzt starte ich aber mal, denn ich glaube, hier euch wieder fast 2 Minuten zu. Wollte ich eigentlich gar nicht. Und getting match quality, trying to jump potential matches, guys. Ihr kennt ja bestimmt alle diesen Inder, der dieses eine Lied da von Black Eyed Peas singt, oder? So lustig. Na, Peepline. Na. Wir waren halt gestern dort, wir wollten uns so aufnehmen beim Stelzen, beim Schlendern, beim Milfhunting. Ne? Hätte ich mich mal in Action gesehen, Alter, da sind gestern Weiber rumgelaufen. Ach, Milfs, ey, das glaubt ihr nicht. Ne? Und ich hier mit meinem 3-Tage-Bart seit einem Monat. Und Dienstag bin ich mit meinem Freund auf dem Motorrad hinten in die Berufsschule gefahren. Also sah richtig schwul aus. Er hatte mir seinen Helm von der Freundin für mich dabei, weil ich habe keinen Motorradhelm. Na gut, Connection. Gut, Connection, Gaze. Da bin ich halt hinten drauf mitgefahren, hat richtig gebockt. Ich hatte so Schiss, dass ich immer runterfalle in den Kurven, weil er hat sich so richtig reingelegt. Ne, er hat A1, also bis 80 darf er fahren. Das ist auch der Kumpel von dem, der so ein kleines Auto hat, dass er nur 45 km/h gehen darf, aber es rennt halt 60. Von dem habe ich euch auch schon mal erzählt. Ah, stimmt, Nachtsichtgerät muss ich anmachen. Ey, voll verplant gerade. Pipeline gar nicht so gut, weil man kennt halt kaum was die Distanz, aber dem habe ich gegeben. Da, man erkennt einfach nichts, ey. Hier oben schlendert auch noch einer. So, der hat Martyrium dabei, das ist nicht sehr schön, weil ich ja fast dran verreckt, ey. Ich hatte gerade davor ein Match of Wetwork, auch mit Nachtsichtgerät. Wie gesagt, hat mein Hund angefangen zu bellen. Es war ein 48-13 Team Deathmatch. Ich bin so abgegangen, hä? Nein, 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 nein. Jetzt hat er mich gesniped. Och Mensch. Die M4, die bockt mir richtig. Also ich habe die vorher nie gespielt, aber jetzt, ich spiele kaum nur noch mit der. Also seit 2 Spielen. Warum rennt denn der weg? Jetzt ist er tot. Das ist natürlich sehr schön.
Die schlendern alle da hinten irgendwie rum, oder wie? Ey, dieser scheiß Sniper, der springt ja auch nur bis zur Decke hoch. Na, nicht mit mir, Freundchen. Jetzt muss ich kurz nachladen hier. Kurz in Versteck, ins Versteck hier gehen. Den anhitten. Dann kommen da noch mehr angeschlendert. Na, wechseln wir ein bisschen die Pose hier. Aber was ich eigentlich damit sagen wollte, ich werde natürlich jetzt dann auch noch einen Motorradführerschein machen. Leider nicht bei meiner Fahrlehrerin, weil die macht kein Motorrad. Ja, leider, leider. Ich höre eben Schritte. Ja, einen Chopregen habe ich auch noch. Das ist ja sehr schön. Mein Gott, jetzt blockiert mich mein Teammate. Das liebe ich auch so. Die soll jetzt alle da hinten, denke ich mal, gell? No? Dann rennen wir hier mal rein. Ah, der Topper. Natürlich nicht so schön, wenn man dann immer weggeholt wird. Ich bin gerade ein bisschen desorientiert. Ich finde hier keinen Gegner. Oder ich weiß nicht, wo die spawnen. Nehmen wir mal die hier. Ja, Mann, das ist hier Power, ey. Ich war doch gerade ein Gegner. Mensch. Ja, Mensch, das gibt's doch nicht. Wie die schimmeln. Und am Montag kommt dann natürlich auch mal wieder ein Gast-Commentary vom, ne, ich sag lieber nur nichts, oder doch, vom FFM Tim, den kennt ihr bestimmt auch, oder einige von euch. Das ist auch ein ganz süßer kleiner Boy. So, oh, ich hab schon gedacht, hinter mir kommt einer. Also CD4 macht gerade echt Bock. Also ich werde das jetzt auch ein bisschen öfter spielen, weil ich brauche doch mal wieder ein Gameplay von. Ja komm. Komm jetzt hier. Mach. Na komm. Kill doch mal einen. Jetzt haben die noch eine Drohne. Ach komm, das wäre mein Chopper gewesen. Na, habe ich trotzdem, ne? Oh, 27 zu 4 mit der, mit dem Nachtsichtgerät. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich zwischendurch mal ein bisschen mich konzentrieren musste und dann nichts gesagt habe. Also wie gesagt, ich will keine leeren Versprechungen machen, aber ich werde diese Woche noch zwei Gameplays dann hochladen. Also heute oder morgen kommt dann noch ein ME2 Gameplay, dann kommt die Woche ein Black Ops Gameplay und ich versuche jetzt noch ein CD4 Gameplay zu erspielen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Peace, haut rein Leute, Servus, pfiat die.